Servus Freunde, herzlich willkommen bei meinem neuen Video. Heute gebe ich euch drei Tipps, wie ihr nie wieder Stress haben könnt. Das erfordert aber natürlich etwas Arbeit. Fangen wir an überhaupt, was das genau bedeutet. Erstmal, mentales Training ist viel, viel schwerer als irgendwie körperliche Arbeit. Das heißt zum Beispiel Muskeltraining oder so etwas zum Beispiel oder arbeiten gehen. Alles, was körperlich ist, ist viel, viel einfacher als ein mentales Training. Mentales Training erfordert nicht nur viel Zeit, sondern auch Durchhaltevermögen. Du musst ständig daran denken, dass du eine Sache vielleicht verändern möchtest, beziehungsweise dass du in einer Situation anders handeln möchtest, weil wenn du zum Beispiel jetzt im Fitness bist und irgendeine Übung machst, du führst diese Übung einfach nur dumm aus, sage ich mal jetzt, ohne viel darüber nachzudenken, und dann ist die Übung fertig. Dann hast du die Muskelgruppe trainiert. Aber beim mentalen Training ist es so, du musst vielleicht eine Gewohnheit oder du musst eine Denkweise oder eine Art und Weise, wie du lebst oder gedacht hast, musst du verändern. Da brauchen Menschen manchmal 30, 40 Jahre dafür. Manche Menschen brauchen dafür auch vielleicht nur ein paar Jahre. In der Regel aber geht das nicht von heute auf morgen. Die Sache ist auch, dass durch Stress Krebs entstehen kann, weil du Cortisol ausschüttest. Die Zelle bekommt weniger Sauerstoff und ein Dauerstress führt zu Krankheiten. Und das ist heutzutage extrem schlimm. Damals, in der Zeit, wo wir noch Jäger gewesen sind, da waren wir vielleicht mal Stress ausgesetzt, als uns ein Löwe hinterhergejagt ist. Aber der Stress war dann weg, nachdem der Löwe weg gewesen war. Und nun ist es so, wir leben in so einer Zeit, dass der Stress unser bester Freund ist. Wir haben eigentlich sehr oft Stress. Und jetzt sagt ihr bestimmt zu euch: Der hat das gesagt, die hat dies gesagt. Der ist über die grüne Ampel ist er nicht gefahren, der ist stehen geblieben bei Gelb. Und. Die Sache ist, was ist das eigentlich für ein Stress? Das, was man sich da jetzt gerade gesagt hat, sind eigentlich nichts weiter als externe Faktoren. Das heißt, dass andere Leute oder überhaupt eine externe Kraft oder Macht dich dazu bringt oder dich beeinflusst, dass du dich halt gestresst fühlst. Aber was, wenn ich dir sagen würde, dass dies und die Denkweise und die Art und Weise, was du da fühlst und denkst, total falsch ist? Der Stress ist ein Hauptgrund, warum wir manche Dinge im Leben nicht schaffen. Wir gehen sehr oft nicht auf die internen Faktoren ein. Wir nennen immer die externen Faktoren, die ich jetzt gerade als Beispiel genannt habe. Du weißt ganz genau, was in deinem Leben persönlich abgeht, und du kannst mal selbst nicht kontrollieren, was du immer für Gründe nennst, warum etwas nicht geklappt hat, warum du Stress hast. Zähl oder schreib das mal auf oder guck es dir mal an, wenn du gestresst bist, und dann die Gründe nennst. Das sind meistens wirklich nur die externen Faktoren. Die Sache ist aber, wie gehe ich mit diesen externen Faktoren um? Wie gehe ich damit um? Ich kann dir unendlich viele Beispiele geben. Aber um das mal jetzt zu überspitzen, ja, um wirklich mal jetzt das härteste Beispiel zu geben, der Tod. Und zwar, wir sagen zum Beispiel, XY ist gestorben und das stresst mich sehr. Die Sache ist nur, wie gehe ich damit um? Das ist die Kernfrage und das ist die Ausgangsfrage. Die Frage klingt sehr banal, die Frage klingt einfach so dahingestellt, aber wenn man sich wirklich Gedanken darüber macht, dann ist es wirklich so, wie gehe ich damit um? Es gibt Leute in Afrika, zum Beispiel in Nigeria, die feiern das, die tanzen, wenn du gestorben bist, die tragen den Sarg und die machen daraus einen Tanz, weil die eine ganz andere Verlinkung haben und eine ganz andere Verankerung mit dieser Sache. Für die ist zum Beispiel der Tod, keine Ahnung, das Leben geht weiter oder hat ein besseres Leben. Die haben eine ganz andere Sichtweise. Es ist immer nur, wie wir die ganzen Sachen miteinander verlinken. Du hörst zum Beispiel ein altes Lied und du denkst zum Beispiel an damals, weil es vielleicht nostalgisch für dich gewesen ist. Und dann hast du eine ganz andere Verknüpfung. Das Gehirn muss nicht zwangsweise irgendwo in einem Urlaubsort sein, damit es auch die Gefühle bekommen, wie wenn du zum Beispiel an einem Urlaubsort gewesen bist, wo zum Beispiel das Meeresrauschen für dich sehr berühmt gewesen war. Dein Gehirn braucht nur das Geräusch und das ist nur die Art von Verlinkung, die du dir selbst in deinem Kopf dann machst und nichts anderes. Es gibt Leute, die sind mit Gewalt aufgewachsen, die hatten vielleicht eine sehr, sehr schlimme Vergangenheit und die hatten zum Beispiel einen Vater oder Mutter, die waren Alkoholiker und so weiter und so fort. Und wie geht dieser Mensch mit dieser Situation um? Und was macht er daraus? Das ist der sprengende Punkt nämlich. Wenn wir aber immer stets externe Faktoren als Sünder nennen, sage ich mal zum Beispiel, ja, und als Hauptstresspunkt nennen, dann werden wir auch weiterhin Stress haben und diesen Stress auch nicht besiegen. Kommen wir aber jetzt nun zu den drei Tipps, die ich für euch jetzt habe.
Tipp Nummer 1 sind die Erwartungen, meine lieben Freunde. Was erwarten wir von Menschen? Was erwarten wir von unserem Partner? Was erwarten wir von dieser Welt? Und was erwarten wir überhaupt von irgendetwas? Es sind meistens die Erwartungen. Wenn wir von unserem Partner ständig erwarten, dass er eine bestimmte Sache immer wieder unterlassen soll oder eine bestimmte Sache immer wieder machen soll und die Sache nicht passiert, dann löst das bei uns im Gehirn Stress aus. Wenn du aber nichts erwartest von deinem Partner zum Beispiel, dann kannst du dich auch gar nicht drüber aufregen, dann kannst du auch nicht irgendwelche Stresssituationen überhaupt ausgeliefert sein. Wir müssen versuchen, unsere Erwartungen entweder runterzuschrauben oder wir müssen versuchen, unsere Erwartungen richtig zu halten. Wir können nicht etwas erwarten, was nicht möglich ist. Wir müssen auch versuchen, uns in bestimmte Situationen und in bestimmte Menschen uns hineinzuversetzen und ein bisschen empathisch sein. Wenn wir das schaffen und damit gut umgehen können, dann haben wir schon mal eine Sache, wo wir Stress sparen. Das ist auch immer so eine Sache. Es gibt viel Streitereien in Beziehungen, weil der eine Partner von dem anderen Partner Sachen erwartet, wovon der andere Partner gar nicht Bescheid weiß oder ganz anders gedacht hat. Es ist immer eine Art der Kommunikation auch. Und damit kommen wir auch zum zweiten Punkt. Und zwar zur Kommunikation. Wo liegt unser Fokus? Was sagen wir uns selbst eigentlich? Was hat der oder diejenige zu mir gesagt? Der eine hat zum Beispiel zu dir gesagt, ach, du wirst es niemals schaffen, dies oder das zu machen. Und du nimmst es dann auf. Und das verursacht bei dir auch Stress in deinem Gehirn. Wir fokussieren uns dann mit den falschen Sachen. Wir müssen versuchen, uns mit den richtigen Sachen in Verbindung zu setzen und den Fokus auf das Positive zu legen. Fokussiere dich auf die Sachen, die dir gut tun und nicht Sachen, die dir schaden. Lass dir nichts einreden von Menschen, die dich nicht gut genug kennen, aber auch Menschen, die dich gut kennen, dir Sachen einreden oder die dir Sachen sagen, wo du dann Fokus auf die schlechten Sachen dann legst, was bei dir in deinem Kopf Stress verursacht. Man könnte ja auch zu mir zum Beispiel sagen, das ist ein sehr gutes Beispiel. Hey, hör mal zu, Junge, du machst YouTube gerade, du hast mich bei 100 Abonnenten. Was versuchst du da eigentlich nur? Hör doch auf damit, du hast gar keine Chancen, du hast gar keinen richtigen Aufruf und so weiter und so fort. Ich könnte ja jetzt diesen Fokus darauf legen und das würde bei mir in meinem Kopf Stress einfach nur verursachen. Aber wenn ich mir den Fokus auf andere Sachen lege, auf die positiven Dinge lege, dann habe ich schon mal hier eine Baustelle weniger. Und Leute, die sowieso so mit dir umgehen und solche Sachen sagen, da muss man sowieso noch mal zweimal überlegen, ob diese Menschen wirklich auch das Richtige für dich wollen. Weil jemand, der das Richtige für dich möchte, würde anstatt da jetzt zu sagen, das hat eh keinen Sinn, vielleicht sagen, versuch mal auf einem anderen Weg oder hol dir mal da Hilfe. Und. Die dritte Sache ist eine Sache, die wir eigentlich sehr wenig machen oder bis gar nicht machen, und zwar die Dankbarkeit. Das ist was ganz Krasses, finde ich, weil das ist so selbstverständlich, aber auch so tiefgründig zugleich, dass wir das komplett aus den Augen verlieren. Die Dankbarkeit. Bist du gesund? Hast du einen gesunden Menschenverstand? Hast du zwei gesunde Hände? Hast du zwei gesunde Augen? Zwei gesunde Ohren? Hast du noch deinen Geschmackssinn? Bist du nicht querschnittsgelähmt? Hast du zwei gesunde Füße und. Wie wäre es mal, wenn wir dankbar sind, dass wir gesund sind und alles Mögliche machen können? Wie wäre es, wenn wir gesund sind und laufen können? Es gibt Menschen, die können nicht laufen. Es gibt Menschen, die sind schon mit einer Behinderung auf die Welt gekommen und die können nicht laufen und die werden zum Beispiel nie Sport machen können oder eingeschränkt Sport machen können, je nachdem, wie schwerwiegend die Behinderung jetzt ist. Die Dankbarkeit ist so wichtig. Sei glücklich, dass du nicht in einem Kriegsgebiet lebst. Sei glücklich oder sei dankbar, dass du gesund bist, zwei gesunde Hände, zwei gesunde Ohren und Augen hast. Es gibt Menschen, die zum Beispiel querschnittsgelähmt geworden sind erst und sagen, das ist das Beste, was ihnen passieren konnte. Weißt du warum? Weil jetzt haben die in dem Moment nicht 1000 Sachen, was sie machen können, sondern 100 Sachen, was sie machen können. Und die können sich viel mehr auf diese Sachen fokussieren und ihre Energie da reinstecken. Und das, schau mal, was ein Mindset. Derjenige ist vielleicht querschnittsgelähmt, aber er sagt, dass es ihm gut geht und dass er dankbar ist. Was hat dieser Mensch für ein Mindset? Was hat dieser Mensch für eine Denkweise, dass er aus dieser Sache das Positive herauszieht? Manche Menschen verlieren ihr eigenes Kind, aber das Leben geht weiter und wir müssen trotzdem weiterleben. Wir müssen nur schauen, wie wir mit der Situation umgehen. Es ist nicht mit einem Schnipsen getan, dass die Situation sich von dann alleine gelöst hat. Das erfordert Training, das erfordert Zeit, das erfordert Frust und so weiter und so fort. Jede Art von Stress, was man sich im Kopf sagt,
ist für einen sowieso schwer genug. Wir müssen nur versuchen und überlegen, wie wir damit umgehen. Denn am Ende des Glieds ist es nur das, was man sich selber sagt und nicht der externe Faktor. Externe Faktoren können reden und sagen und tun, machen, was sie wollen. Als die Covid-Geschichte 2019 angefangen hat und die Leute in den Lockdown geraten sind und angefangen haben, zu Hause bleiben zu müssen, hat es bei vielen Menschen und Jugendlichen Depressionen verursacht. Ich aber wiederum habe mir gesagt, das ist mir egal, weil ich mir in meinem Kopf nicht die Verlegung gemacht habe, dass wenn ich nicht rausgehen kann oder irgendwo zum Restaurant gehen kann, dass es mir dann schlecht geht und ich dann depressiv werde. Das ist nur die Verlinkung, die du dir selbst in deinem Kopf machst. Oder sei dankbar, dass dein Herz immer schlägt, dass dein Herz keine Probleme hat und so weiter und so fort. Also, meine lieben Freunde, ich habe jetzt 3 Tipps euch genannt. Ich bin nicht zu viel ins Detail gegangen. Ich wollte das Video ein bisschen kurz halten, aber dennoch auf die wesentlichen Punkte eingehen und zusätzlich euch noch ein paar Tipps geben. Das ist jetzt wirklich einfach formuliert von mir. Und manche Sachen sind vielleicht wirklich selbstverständlich. Aber nochmal Appell an euch, mit Stress umzugehen oder mit den Gedanken umzugehen, erfordert Training, erfordert Übung. Das geht nicht einfach so von heute auf morgen. Wenn ihr wirklich nicht mehr so gestresst sein wollt oder wenn ihr nicht mehr gestresst sein wollt, dann müsst ihr wirklich an euer Kontrollsystem zurück. Und das ist unser Gehirn. Also in dem Sinne, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst ein Abo da. Würde mich sehr, natürlich sehr freuen, wenn euch das natürlich gefallen hat. Und dementsprechend auch vielleicht ein Kommentar, was du überhaupt davon hältst, wie du mit Stress umgehst und was du von diesen Tipps hältst. Also meine lieben Freunde, wir sehen uns dann auf jeden Fall bei den nächsten Videos.